Ich frage mich gerade, wenn ich ihn hier reinlocke, ob ich ihn besiegen könnte, dass der auch nicht mehr nervt. Wow. Also ich kann ihn auf jeden Fall gut smashen. Dann heile ich mich sicherheitshalber mal. Gebe ihr die normalen Pfeile. Schieß mal weiter auf ihn. Und Level up. Ah, wie nice. Ein Beasthorn. Okay, das ist Bonecrafting. Und ein Horn Skull. Ist auch nicht schlecht. Hier rüber habe ich den Weg immer noch nicht gefunden. Was ich jetzt gerade eher vermisse. Ah, da. So, Level up. Ja, er hinkt ja. Oh. Ja gut. Er hinkt immer noch die ganzen paar tausend Erfahrungspunkte hinterher, aber nicht mehr ganz so viel. Blödsinn. Er hinkt immer noch 1500 Erfahrungspunkte hinterher. So. Du könntest Dodge gebrauchen. Einmal Quickshot und Dodge. Spellcraft für Combat Caster und dann Air Magic oder ein bisschen Earth Magic. Machen wir mal ein bisschen Earth Magic. Oh, Light Missile, die habe ich noch gar nicht probiert. Gut. Und du, Ice Magic, Stuff Defense. Ja gut, den einen Punkt in Stuff Defense. Und drei Punkte in Ice Magic. Da kann sie schon mal die beiden lernen. 6 Stärke für alle Champions für 45 Sekunden. Kostet aber 40 Mana. Item Manipulation Positivity Spell. Die Spell has 4 Applications. Also 4 Anwendungen. Erstens. Verändert den Effekt von bestimmten Potions. Aber die Flasche geht verloren. Benutze. Zweitens benutze es auf Frostmunition und Bomben, um Kristallsplitter zu verschießen. Drittens heilt die Party, wenn man an einer Wasserfontäne steht. Und zu guter Letzt. Wenn keine der ersten drei Anwendungen genutzt werden, dann erschaffe ein Feld von 5 Sekunden, das Kälteschaden in Energie umwandelt. Okay. Wie auch immer. Ja, Levitating haben wir nicht.
Also kommen wir hier doch nicht rüber. Wenn wir da jeweils rüberkommen sollten. Mist. Also viel mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, außer hier runter zu springen oder hier die Treppe hochzugehen. Versuchen wir es erstmal mit der Treppe. Also mit hier runterhüpfen. Achso, falscher Weg. Und wieder ein Licht, das erlischt. Ja, hier ist irgendwo ein Tump. Da haben wir schon reingeguckt, da ist nichts mehr drin. Da ist ein Messer. Da ist nur der Teleporter nach oben. Da ist auch nichts mehr. Also runter das Loch. Only the fall may pass. Huh? Only the fall may pass. Nee. Tja, bei der letzten Vermutung, dass wir nach oben müssen. Ach, du bist auch nur eine angebrochene Fackel. Schade. Don't for walk, you need it later. So, das Rätsel kriegen wir gelöst. Au. Nee. Das hat nur hier aufgemacht gehabt. Gut. Einmal Health Recovery bitte. Da bin ich jetzt den ganzen Weg umsonst zurückgelaufen. Ja, hier war ich auch drin. Hier habe ich mit der Fackel das hier angezündet. Ne, ich bin sofort zurückzugehen. Ich lade den letzten Autosave. Nein, da sind doch alle Level 4. Das heißt, der Ogre lebt doch. So, Healthy Curve ist abgeschlonzt. Hier komme ich wieder durch. Ja, Don't Rock, das war auch eine vollkommene Lüge. Also eigentlich sind alle, fast alle Texte hier sind Lügen.
Ich habe da doch eine Idee jetzt gerade. Weil da steht only the fallen may pass. Also nein, hier geht's definitiv nicht weiter. Dich kann ich da hinlegen zwar. Ich kann dich da hinlegen. Ich könnte dich da hinlegen. Okay, also. Knochensachen kann ich zwar hinlegen. Bringen allerdings nichts. Ich dachte vielleicht, weil die Knochen ja gefallene sind. Nein, nicht gut. Also auch nicht. Okay, das heißt einmal zurück. Wo wir gekommen sind, oder müssen wir doch gucken, wo wir dort weitermachen können. So, nochmal Autosave. Hier lang. Ja, hier werden die Brunnen. Das heißt, wenn ich hier den... Oh! Warum ist hier jetzt offen? Weil wir den Ogre getötet haben. So, und ich wechsle jetzt mal auf magisches Licht. Das heißt, du kannst doch deinen Speer wieder haben, weil wir brauchen keine Fackeln mehr. Dann könnte ich nur hier dagegen werfen. Mehr können wir mit dir nicht machen. Kann hier nichts anklicken, gar nichts. Ich kann auch an euch nichts anklicken. Hier könnte ich den Coin hinlegen, aber das bringt mir auch nicht viel. Nein. Bringt mir alles irgendwie nicht viel. Also ja, wir können ja mal kurz Crystallization hier ausprobieren. Ah, cool, und das füllt auch gleich wieder auf. Hast du eine Frostbombe? Ja, du hättest eine Frostbombe. Achso, ich müsste die Frostbombe wahrscheinlich. Ah, nicht du, du hast Hunger. Wahrscheinlich irgendwo anders reinlegen. Gucken wir mal. Hier brauchen wir einen blauen Edelstein, den ich nicht habe. Ja, genau hier.
Achso, es waren ja immer nur ein Gesicht pro Raum, nicht zwei Gesichter. Wie komme ich jetzt drauf, dass es zwei Gesichter pro Raum waren? Du willst auch keine Münze? Ach so, ja, hier sind wir. Na, komm hier.